es denn sein? Gut. Jetzt sind wir ganz entspannt und wir reisen zurück nach Greyditch. Ich hatte seit langem nicht mehr so viel Spaß. Ganz im Ernst. Ehrlich nicht. Ich hatte schon so lange nicht mehr so einen Spaß, ey. Ah, ist das toll. Je beschissener bescheuert es wird, desto besser ist es doch, oder? So. Okay, Feuerameisenarbeiter. Vielleicht haben wir dieses Mal etwas mehr Glück. Oh, achso, wir werden ja immer noch verfolgt. Und zwar von dieser Feuerameisenarbeiter. Jetzt funktioniert es, Leute. Wir haben es geschafft. Nach mehreren Parts mittlerweile, sind schon mittlerweile Parts, die wir daran verschwendet haben, haben es geschafft, eine Feuerameise zu töten. Darauf sind wir auch ganz stolz. Na okay, eigentlich bin ich darauf stolz. Ob ihr darauf stolz seid, weiß ich nicht. Ich denke mal, ihr werdet jetzt dort rumsitzen und euch totlachen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Denn dafür ist dieses Let's Play ja gemacht, nicht wahr? Zum Totlachen. So, also ich bin jetzt also dein geplanter Imbiss heute Abend. Wollen wir mal sehen, ob das wirklich so ist. Nein, es ist nicht. Heute bist du tot. Ja, wir haben jetzt nach einer langen Prozedur es tatsächlich geschafft, Feuerameisen zu töten. Das kann ja auch nicht jeder. Gut, und wir werden jetzt erstmal einen Moment. Ich glaube, ich habe vergessen. Da ist ja noch eine. Seht ihr? Hab ich's doch gewusst. Oh Leute, ganz im Ernst. Ja! Fett! Das Viech ist tot. Feuerameisen. So nennen wir die großen Viecher. Gut. Diese Feuerameise war im Begriff, uns bis ans Ende der Welt zu folgen. So Leute, ich glaube, ihr stimmt mir zu, wenn ich das jetzt abspeichere, dass ich sagen kann, Gott, was ein Glück, dass wir das hinter uns haben. Und Leute, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Glaub mir, das wird noch schlimmer hier. Das wird noch richtig schlimm. Aber bevor es schlimm wird, reden wir mit Brian Wilkes. Ach, kommen Sie schon. Erzählen Sie es mir. Es war früher irgendwie schön. Das hat uns keiner belebt. Wir waren 7 Leute und wohnten in alten, großen Häusern. Ich habe die Leute nicht gut gekannt. Keiner ist lange in Greyditch geblieben. Papa hat auch immer davon geredet, bald wegzuziehen. Abgesehen von mir und Papa gab es dort Dr. Lesko, der bei uns wohnt. Nur zu. Das war ein seltsamer Mann. Er hat Papa ein paar Kronkorken. Papa nannte ihn einen Eierkopf. Aber ich weiß nicht wieso. Weil sein Kopf hatte gar nicht so sehr wie ein Ei ausgesehen. Ja. Übrigens, Eierkopf, das merken wir uns. Er hat seine ganze Zeit in dieser Hütte neben unserem Haus zugebracht. Jedes Mal, wenn ich da reingeschlichen bin, hat er von diesem seltsamen Fernsehgerät. Keine Ahnung. Er war ein netter Mann. Ich weiß nur, dass er weg war, als die Ameisen kamen. Weiß nicht, er hat allen möglichen Krimskrams gehabt. Kisten mit ganz... Ach, warten Sie mal. Er hat auch... Ja? Naja, da gab's Will. Er war sowas wie mein Freund. Und eigentlich genau gegenüber. Es war schon klasse. Ja, Will war super nett zu mir. Ich glaube, er war ein Jahr älter als... Ich habe fast ganz Greyditch erforscht. Ich glaube, darum stirbt... Seine Mutter war auch nett. Sehr ruhig. Aber sie hat sich... Ich glaube, sie war traurig, dass meine Mutter nicht... Wills Papa war... Naja... Oh, er war unheimlich. Er beobachtete mich und meinen Vater ständig. Er starrte uns immer vom Fenster seines Hauses. Will hat gesagt, sein Vater war ein alter Soldat oder sowas. Aber er mochte den Job.
gibt es große, eklige Dinger, die auf 6 Beinen herumkriechen. Und unbesiegbar sind. Sie haben riesige Zähne und schnappen sich. Mein Papa nannte sie immer verdammte Ameisen. Ich nenne sie einfach... Mein Papa hatte ein Gewehr, mit dem er die Dinger abknallen konnte. Aber er sagte, das seien die beklopptesten Ameisen aller Zeiten gewesen. Er riet allen, auf ihre Antennen zu schießen. Antennen schießen, das merken wir uns auch mal. Nein, diese Viecher sind erst in den letzten paar Monaten... Zuerst liefen sie nur vor der Stadt herum. Aber dann kamen sie in die Stadt und... Suchen Sie nach dem Haus in der Nähe des Schildes, das am Boden steckt. Jo, Mann. Gute Nacht. Spasti. Okay, das ist es hier übrigens, das große Schild. Und das ist die Hütte, in der dieser Wilkes, ich meine, dieser Professor war, oder wie der hieß, keine Ahnung, also was in Richtung. Und das hier ist jetzt das Restaurant, oder zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Ja, und hier gibt es noch ein paar Newcomers. Die natürlich auch überall rumstehen. Merkt es euch, Leute, wenn die Apokalypse eintreten sollte, dann sucht in Coca-Cola-Automaten, denn dort ist immer etwas zu finden. Haha. Na. Hier haben wir gerade eben einen Mülleimer gesehen. Dort drin ist allerhand Krimskrams. Wenn vorhin die Sprache mit dem Jungen geklappt hätte, dann hätten wir auch von ihm einen Schlüssel bekommen, mit dem wir das Ding hätten aufschließen können. Aber wir haben gefailt. Deswegen müssen wir es nachher auf althergebrachte Weise öffnen. Mit einem Dietrich. Boah, sag mal, Leute. Ja, egal, schieße ich auf die Antenne. Geht das etwa schon wieder los? So. Oh, hier ist nichts drin. Diese Feuerameise enthält kein Fleisch. Wir wollen ja auch nochmal auf die Antennen schießen und gucken, was dann passiert, nicht wahr? Feuerameisenarbeiter ist rasend. Rasend bedeutet, sie wissen nicht mehr, was sie tun. Sie sind wahnsinnig geworden. Sie wissen nicht, was gut und was böse ist. Und deswegen töten sie auch alles, was sie sehen. Selbst ihre eigenen netten Leute. Ja, wir haben vorhin gegen einen Feuerameisenkrieger gekämpft. Das war sozusagen unsere erste gegnerische Zielperson. Das ist normalerweise nicht so. Normalerweise sind zuerst die Feuerameisenarbeiter da, dann kommen die Feuerameisen-Soldaten und dann kommen erst die Krieger. Aber, ich meine, Leute, ich spiele dieses Spiel und es hat von Anfang bis Ende nur gefällt. Wundert's euch dann echt, dass hier irgendwie irgendetwas richtig läuft? Wir gehen jetzt mal in ein verlassenes Heim. So. Hier haben wir allerhand Müll. Eine Amateurfunkbox. Und zerstörte Bücher und... Tja. Ein Ofen. Da ist eine Zündflamme drin. Die nehmen wir mit. Die ist nämlich viel wert. Druckkopter ist auch ein bisschen was wert. Aber wiegt auch eine Menge. Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen... Bong. Versteht ihr? Habe ich. Ich habe ein... Ja, ja. Bam, bam, bam. Oh, jetzt geht es mir wieder besser. So, also wie wir sehen können, ist in den unteren Räumen nichts los. Ich glaube, ich war noch niemals in dem Haus drin. Deswegen nicht wundern, wenn ich hier ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Stange Zigaretten ist übrigens auch 50 Gold wert. Also, ich meine 50 Gold, Leute. 50 Kronkorken. Mensch, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Kronkorken sind die Währung in diesem Spiel. Es gibt hier in diesem Spiel Vorzeitkrieggeld. Es gibt hier sogar, glaube ich, auch Gold. Bin mir jetzt gerade gar nicht... Ich glaube, es gibt auch Gold. Und es gibt Kronkorken. Und von all dem ist Kronkorken die aktuelle Währung in diesem Spiel. Ja, und unsere Aufgabe ist es auch, so viele Kronkorken wie möglich zu bekommen.
damit wir in diesem Spiel